Das Horn kündet von einer Ankunft. Wer könnte es sein? Und schauen wir uns doch mal an. Halt, Assassin's Creed. Irgendwelche Typen kommen hier neu an. Du? Nicht. Ja, da drüben. Let's go. Hi, Tom. Es lief nicht wie geplant. Hi, Tom. Was ist los? Was ist los? Kannst du mir dabei helfen, Heitam aufzufinden? Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich bringe eine Auswahl an Waren aus Irland. Also sofern meine Schiffe anlegen können. Sir, wie ich sehe, hast du Eivor Wolfsmal schon getroffen. Ah, du bist also Eivor. Tatsächlich habe ich eine Nachricht aus Irland für dich. Ich kenne dort niemanden. Der Brief ist vom König Düflins. Leider scheine ich ihn verlegt zu haben. Oh. Der König Düflins? Warum sollte er mir schreiben? Er wünscht, den Handel nach Englerland auszuweiten. Zu diesem Zweck bringe ich die Waren. Essar ist aus dem Osten, lebt aber nun in Irland. In Sachen Handel sollte dein König sich aber eher an Randvi wenden. Er meint aber Eivor zu kennen. Er bat mich, dich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Ich kenne keinen König in Irland und reise sicherlich nicht dorthin. Doch zuerst musst du einen Handelsposten einrichten, Essar. Wo ist überhaupt dein Handelsschiff? Das ist eine unglückliche Sache. Sehr besorgniserregend. Konkurrenten haben den Fluss und somit meine Waren abgeriegelt. Eine Flusssperre schadet ganz Hrefnatorp. Bleib hier, ich beseitige sie. Wie du siehst, ist Eivor eine Frau der Tat. Komm nachher zu mir, wenn der Fluss wieder frei ist. Natürlich, mein Freund. Ich danke dir. Und ich suche derweil den Brief des Königs. Du bestehst darauf, dass ich einen irischen König kenne. Dem ist nicht so. Ja, schauen wir uns erstmal an, oder? Mir da nur Briefe aus Irland. Wo sind wir denn da hin? Sollen wir runterfahren hier, oder was? Und ein bisschen aufräumen. Da hinten ist die Sperre. Mädels, wir wollen los. Hey! Dann mal los. Aber wir müssen in andere Richtung, oder? Jawohl. Das Segel bleibt noch unten. Jo, ich will trotzdem jetzt mal losfahren. Sink, meine Raben. Nee. Hier können wir nicht segeln. Guter Wind zum Segeln, Eivor! Segeln! Jungs, nicht singen. Wir brauchen neue Geschichten. Ich erzähle euch etwas, doch lacht nicht zu laut. Letzten Winter trage ich mit einigen Gefährten in Stavanger. Bei uns in der Methalle waren Männer aus dem Clan Jarl Barts, darunter ein Dichter namens Hall. Von den meisten bissiger Hall genannt. 7 Alehörner war die Nacht alt, als Halli sich auf den Tisch stellte und einem anderen Mann, dem Skalden Thjodolf, etwas zurief. Thjodolf, rief er. Ich kann schöner mit meinen Rülpsern dichten als du. Ach, das kennen wir doch schon. Die Geschichte ist ein alter Hut. So, okay, weiter. Alle lachen. Thjodolf am lautesten von allen. Ich nehme deine Herausforderung an, bissiger Halli, gab er zurück. Lass mich beginnen. Dann sprach Thjodolf seinen Vers. Trauriger Halli, trink statt zu tanzen. Winselt einem Wiesel gleich, doch nennt der Depp es Dichten. Wieder lachten alle, auch Halli. Dann stolperte er durch den Raum und öffnete seinen Mund, um einen Vers zu entgegnen. Aus seiner Kehle schoss ein Strahl Kotze, genau in Thjodolfs Gesicht. Dies blieb sein einziges Werk diese Nacht und er schien recht stolz darauf zu sein. So, ist das die Sperre da vorne?
wohl sein, oder? Flatschi. Interessant, dass wir scheinbar noch nicht hier waren. Aber rennt er denn jetzt durch? Können wir da reinschießen? Das geht auch, ne? Hey! Gute Leder! Das sag ich ja. Irgendeiner ist ja noch heftig am Klappern. Das wird denen nicht gefallen. Da kann man auch treffen. So, jetzt müssen wir das Ding hier noch kaputt kriegen, ne? So, da drüben sind sie. Oh, kaputt. Tut mir auch irgendwie leid. So, wie machen wir die Falle jetzt kaputt? Wo denn? Ach, hier. Autschi. So, was wollen wir denn? Wie wollen wir das denn kaputt machen? Oh. So, brenne die Seesperre nieder. Machen wir das am besten.
So nicht, oder? Ah, okay, das Ding da unten wahrscheinlich. Ich hätte jetzt gedacht, man muss hier auch noch mehr von den Dingern kaputt schießen, aber gut. Und alle da drüben. Na komm schon. So, was noch? Ja, da sind ein paar. Sollte genügen, okay. Ich dachte noch eins, ja, da ist noch eins. Oder noch ein paar. Saas Widersacher sind besiegt. Der Schluss ist frei. Dann sehen wir mal, was es mit diesem König Deflens auf sich hat. Jawohl. Au, das gute Leder. Junge. Okay, König schlag mich tot. Wo finden wir den? Mal zurück. So, dann quatschen wir mal. Wo ist sie? Hat ihr Boot gefunden? Ich dachte, das wäre irgendwie hier. Na gut. Azar, der Fluss ist frei. Also abgesehen von ein paar Stöckchen und Leichen. Deine Waren können durch. Dein Ruf kommt also nicht von ungefähr. Auch wenn ich nicht weiß, wieso du Wolfsmal heißt. Die Narbe an meinem Hals. Ah, mein Wikingername wäre dann Azar Einauge. Nun denn, meine Leute werden dir bei der Errichtung eines Handelspostens helfen, Einauge. Dann stehe ich zweifach in deiner Schuld. Solltest du je deine Meinung zu Irland ändern, so findest du mich dann in meinem Handelsposten. Oh, und ich habe deinen Brief gefunden. Hier. Okay, jetzt kann man wahrscheinlich pimpen, oder? Irischer Außenposten. Dies, das, komm und mach mal. Okay. Mein Vetter Barret lebt. Und ist König von Düflin. Die Nornir wissen stets zu erfreuen. Bist du also bereit, nach Irland aufzubrechen? Du sagtest kein Wort schon, darüber, aber... dass der König mein Vetter ist. So war es höchst erbaulich, oder nicht? So ein kleines Rätsel. Ich weiß lieber, worum es geht. Aber die Überraschung war sehr angenehm. Er will dich gern sehen. Sollen wir die Segel setzen? Jawohl. Ja, ich möchte jene Lande sehen. Und auch Barrett. Gibt's eine neue Map? Fresh. Zorn der Druiden, oh mein Gott. Irland, ein Flickenteppich aus Kleinkönigen, die sich um Hügel, Weiden und grüne Täler zanken. Meine Wahlinsel.
Azar, wie kommt es, dass Baröd so nordisch wie Gletschereis König von Düflin ist? Düflin ist eine Wikingerstadt. Und zudem kommen Händler und Bettler aus aller Welt, um in seinen Schlammstraßen herumzustolzieren. Seltsam, sich Baröd als König einer Stadt vorzustellen. Es klingt nobler, als es in Wahrheit ist. Irland hat wirklich viele Könige. Sie sind überall, die Abfall. Und Barretts Thron ist nicht sicher. Flann Shinnar wird es sagen. Wer ist das? Der baldige Hochkönig von ganz Irland. Flann misstraut den Nordleuten, obgleich er sie braucht. Barret wird einen Weg finden. Als Junge war er kein Kämpfer, und doch konnte er sich stets behaupten. Sicher ist es wahr, was du sagst. Sein Volk liebt ihn jedenfalls. Fresh. Sieht cool aus. Okay, da können wir noch ein bisschen was aufdecken. Mhm. Düflin. Mhm. Riesen Langhaus da hinten. Okay. Deine Mannschaft kann hier unterkommen. So, kein Empfangskomitee. Los, suchen wir Barret auf. Eivor, Blut von meinem Blut. Sieh dich an. Du hast die Wangenknochen von Tante Roster. Und du erst. In dir lebt noch immer der kleine Junge. Es ist einiges geschehen, seit wir den alten Gangrat mit Apfelresten bewarfen. Das hat er uns nie verziehen. Und Sigurd und der Clan? Wie ergeht es allen? Es gibt viel zu erzählen. Aber lass mich erst deine irische Luft atmen. Danke, dass du meinen Hafen vor Brandstiftern bewahrt hast, während ich fort war. Meinen Hafen? Ja, alter Mann. Ich kann auch ohne dich in meiner Stadt herrschen. Du hast eine gute Zeit gewählt, Eivor. Ich halte ein Fest meines Sohnes Siegfried ab. Er zählt nun 17 Sommer. Nun gut. Ein 17-jähriger Sohn. Und er ist ein recht schwieriger Junge. Komm, ich habe dir viel auf dem Weg zu meiner Feste zu zeigen. Die Königswürde, ein Sohn und eine Feste. Du hast wahrlich ein prächtiges Leben. Nun ja, es ist ein Holzhaus. Schön gearbeitet, sicher. Aber in Shiraz wäre es das Heim eines mittelmäßigen Teppichhändlers. Führe mich zur Holzhütte deines Knüppwerkkrämers, Baröd. Ich glaube, Baröd ist gleich ganz schön genervt. Lass uns mal kurz gucken, was die Map denn eigentlich sagt. Oh, ach du Schande. Okay. Okay, fett. Das ist nice. Mit dem größten Hafen Irlands. Man weiß die irische Luft nicht zu schätzen, wenn man den Gestank des Hafens nicht ausgehalten hat. Mit der Stärke dieses Hafens will ich meine Königswürde sichern. Azar erzählte mir, dass dein Thron nicht auf festen Beinen steht. König Flan muss nur etwas überzeugt werden. Wenn Düflin ein riesiges Handelsnetz hat, bringt es Reichtum nach Irland. Sieht Flan das ein, sind mein Königstitel und noch der Kinder meiner Kinder gesichert. Ich kann dir keinen Thron schenken, aber ein riesiges Handelsnetz liegt in meiner Macht. Ich würde niemandem sonst meinen Handel anvertrauen, alter Mann. Du lässt zu, dass er dich so nennt? Ich habe Was schon sind hier, alter Mann? Achso, okay, sie ist doch ein Frau. Hier verlasse ich euch. Verpasst das Fest mal nicht. Ich werde in Kürze dort sein. Idiot. So, komm, Junge. Ah, das ist die Holzhütte. Himbeeren, oh schade. Komm, du lauf doch mal. Oh, das Ding. Der ist für mich. Wie schön er gefertigt ist. Mein bestes Werk. Probier ihn aus. Triff die Ziele, bevor der Sand durchgelaufen ist. Schaffst du sie alle? Ah, Bogenschießen nicht mein Skill, ey. Na gut. Natürlich werde ich das. Ich schaff sie alle. Sei bereit zu staunen. Du bist aber selbstsicher. Wohlan, ich werde mich für dich schämen, wenn du versagst. Sieh meine Pfeile fliegen. Das werde ich.
und los! So, worauf schießen wir? Achso, auf dem Männchen. Schöner Bogen. Danke, da verlässt du das Boot nach langer Seereise und schießt wahrlich meisterlich. Geil, der ist nice, leichter Bogen. Aber ich brauche noch ein bisschen Pfeile, Junge. Ein schöner Ort. So, danke, es war nett. Ist das ein Gotteshaus? Ja, Christus eigene Kirche. Irland ist nun vor allem christlich und Dufflin ebenso. Viele Nordleute knabbern Oblaten. Du gibst ihnen einen Platz? Und auch ich habe einen Platz im Haus Christi, genau wie in der Halle Thors. Solange ein Gott mich beschützt, habe ich einen Altar für ihn. Du gehst nicht gerade schnell, mein Freund. Ich habe diese Stadt aus Trümmern erbaut. Vor 20 Jahren wurden wir Nordleute besiegt. Die Iren übten Rache und plünderten Dufflin. Azar sagte, dies sei eine Wikingerstadt. Von Nordleuten gegründet und von mir gesund gepflegt. Als ich König wurde, war ich König einer Schlammgrube. Willkommen. Mensch, pass doch mal auf. Dort vorne ist es. Mein Heim. Ich bedauere nur, dass meine Mutter und meine Frau dich nicht begrüßen können. Sie sind gerade auf Reise in die Berge. Die Wasser dort stärken die Gesundheit meiner Mutter. Ich blieb zurück, meinen missratenen Sohn zu züchtigen. Und ein Festmahl zu geben. Das bereits im Gange sein sollte. Eine Party ist okay. Hey, Barrett, sei gegrüßt! Nett, wer weint denn hier? Da sind wir. Geh nur, vergnüge dich. Ich muss mit meinem Sohn sprechen. Komm zu uns, bevor der Abend endet. Oh mein Gott, hallo. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich hier sehen würde. Warum das? Ich dachte, du würdest lieber deine Waren zählen, als gröhlende Wikinger zu beobachten. Und du? Würdest du lieber Zeit mit dieser Tratsch-Tante verbringen? Ich kenne hier nur wenige und von dir weiß ich, dass du immer eine schöne Geschichte auf Lager hast. Ich weiß tatsächlich etwas, das du vielleicht hören willst. Siegfrieds Gedärm verträgt sich nicht mit Käse. Er hatte letzte Woche einen Unfall der peinlichen, wäschewechselnden Art. Er schiss sich ein? Unfassbar peinlich für einen jungen Mann seines Alters. Etwas, das ihn vor seinen Freunden bloßstellen würde, wenn man derlei Munition bräuchte. Ich danke dir. Deine Gesellschaft ist stets erhellend. Na, da haben wir ganz tolle Infos bekommen. Oh, Mädels, was ist hier los? Leute, okay, quatschen wir mal drüben noch ein bisschen. Hey! Hallo, amüsierst du dich? Ein großer Spaß und ein triftiger Grund, unseren zukünftigen König Siegfried zu feiern. Mhm. Ich bin neugierig. Wie hat sich Baröd als König bisher geschlagen? Oh, ganz wunderbar. Er veranstaltet gern Festmahle und lädt auch uns einfache Leute ein. Also vielleicht eher Gastgeber als König, aber er ist ein guter Mann. Und die Stadt war nie geschäftiger. Mich würde interessieren, wie dein Leben in dieser Stadt so ist. Nun, es gibt einiges an Arbeit zu tun. Kisten schleppen, Dreck schaufeln. Ich selbst bin Gerber und verbringe meine Tage damit, Tierhäute in Kuhpisse zu tränken. Du riechst es wahrscheinlich. Durchaus. Genieße das Fest. Ja, dann mach's gut. Du ebenso. Siegfried! Mein Sohn hat sich wie der nächste König zu verhalten und sich nicht im Dreck zu suhlen. Ach, also nimmt Flan dich zum furzenden Possenreißer? Denk mit deinem Kopf, nicht mit deinem Arsch. Flan kann meinen Thron sichern, der eines Tages dein sein wird. Das macht dich zum Arsch. Genug!
Eivor, mein Sohn, Siegfried. Entschuldige mich, ich muss den Kopf frei bekommen. Sprichst du bitte mal mit dem Jungen? Nur Gewürm verlacht den Vater unter seinem Dach. Klar, weil gerade angekommene Verwandte mir zu sagen haben, wie ich in meinem Haus spreche. In Nordwege lägest du bereits auf dem Boden. Dann komm doch, wenn du Ehre im Leib hast. Wie du willst, Kleiner. Du wirst nicht einen Treffer landen. Die Führer des Hauses. Du warst ein Affe. Was wolltest du? Ich sollte dir wohl danken, dass du mich nicht blutig geschlagen hast. Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten, Siegfried. Vater spricht so lobend von dir. Ich wollte sehen, ob du den Geschichten gerecht wirst. Wer wird das schon? Tja. Ein Besuch in Nordwege könnte einem jungen Drängler Gutes tun. Ich täte nichts lieber, als mit Vater zu gehen. Vielleicht würde die Heimat seinen Kampfgeist entzünden und Tiflin einen starken König schenken. Bist du mit der Herrschaft deines Vaters zufrieden? Er hat, was ein guter König braucht. Aber stattdessen gibt er lieber den schmierigen Händler. Ich habe deinen Vater verloren. Weißt du, wo er sein könnte? Er wollte den Kopf frei bekommen. Das heißt, er besucht Großvaters Grab. Er spricht fast jeden Tag mit ihm. Barhütz kann mit den Toten reden? Nein, seine Gespräche sind einseitig. Das Grab ist oben auf dem Hügel. Ich finde ihn schon. Danke, Siegfried. Okay. Eva, bring mir irgendwann bei, wie man so zuschlägt, ja? Okay, lass mal gucken, kartemäßig. Sehr fresh, ne? Ich weiß nicht, ob wir es einfach mal aufdecken können und dann hier irgendwie Story weitermachen. Man muss es mal gucken. Okay, also, ich würde sagen, wir sind gut angekommen und ich decke mal ein bisschen was von der Karte auf und dann geht's weiter mit den Quests. Okay, also, bis dann, ciao.